Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video geht es auf jeden Fall um die ganzen Patch-Notes, die wir jetzt neu bekommen haben. Aber davor wollte ich mich mal ganz kurz melden. Mir ist gestern ein sehr dummer Fehler passiert und zwar habe ich in den Titel einfach keine Ahnung warum, Leute, habe ich am Anfang Ghoul Trooper reingeschrieben. Das heißt, ich war so out of map, dass ich erst nicht mal realisiert habe, dass ich hier Ghoul Trooper reingeschrieben habe, weil im Thumbnail war Skull Trooper drin und dann muss ich das umändern. Das heißt, ihr habt eine Benachrichtigung bekommen, wo Ghoul Trooper hier drin stand. Aber Leute, das tut mir leid, das war nicht meine Absicht. Da habe ich mich auch nochmal im Video selber, also in den Kommentaren entschuldigt. Tut mir auf jeden Fall leid. Ich glaube, das ist einfach wegen der Müdigkeit passiert. Und jetzt bin ich auch übertriebens müde eigentlich, weil wir haben 8.42 Uhr. Ihr wisst selber, Leute, die Zeiten wurden verschoben. Das heißt, man muss eine Stunde früher aufstehen. Ist auf jeden Fall eine kleine Herausforderung gewesen, aber wir schaffen das irgendwie schon. So, als erstes haben wir hier auf jeden Fall schon mal eine kleine Information zum Ingame-Event. Fortnite Albträume in Battle Royale endet am Sonntag, den 4. November um 19 Uhr MEZ. Schließ alle Fortnite Albträume-Herausforderungen rechtzeitig ab, um den Finsterzug-Hängegleiter freizuschalten. Log dich frühzeitig ein, um das Ingame-Event um 19 Uhr MEZ live mitzuverfolgen. Hier muss ich direkt sagen, Leute, 19 Uhr stimmt nicht, das ist mitteleuropäische Zeit, aber bei uns wurden die Zeiten eine Stunde zurückgenommen, das heißt, das Event wird um 18 Uhr sein. Keine Ahnung, warum die es nicht hinbekommen haben. Das Ganze haben sie auch auf ihrem Fortnite-Server gepostet. Ihr seht selber, hier steht 18 Uhr und das ist die richtige Uhrzeit, nur damit ihr Bescheid wisst, Leute. 18 Uhr ist das Ingame-Event, nicht 19 Uhr. Später seid ihr um 19 Uhr da und es passiert nichts. Das wäre auf jeden Fall ein bisschen zu schade. Dann würde ich sagen, wir schauen uns mal das neue Item an. Hier gibt es auch so einen kleinen Trailer dazu. Okay, hallo. So. Ja, Leute, das sieht mir recht interessant aus. Okay. Ah, okay, man kann die. Also. Hä? Okay, Leute, okay. Also. Ballons. Boostet sie auf und schwebt davon. Dieser neue Gegenstand verschafft euch ganz neue Höhenflüge. Jetzt bin ich mal gespannt, Alter. Weil, guck mal, Leute. Die haben ja diesen Hängegleiter, also beziehungsweise diese Hängegleiter-Funktion haben sie ja drin gelassen. Das heißt, ihr könnt den Gleiter jederzeit öffnen. Und jetzt verstehe ich nicht, warum sie einfach dieses Feature hier reinbringen, beziehungsweise dieses Item. Normalerweise braucht man das Ganze ja nicht. Aber wir werden uns die Patch Notes genauer nochmal anschauen, wie genau das denn funktioniert, ob wir das dann dauerhaft benutzen können oder nicht. Dimmak Igor ist in Reddit die Welt auf jeden Fall verfügbar. Nebelt die Höhlen mit Rauchbomben ein und widersteht Schaden mit der Schattenhaltung. Ihr könnt ihm vertrauen, er ist Arzt. Okay, alles klar, wissen wir Bescheid. So, kommen wir ins Allgemeine. Hier, also neue Version der PS4 und Xbox One Controller werden jetzt auf Mac unterstützt. Das ist, denke ich mal, für die meisten von euch uninteressant. Wir haben hier den Battle Royale Modus, Spielwiese. Die Namen der Taschen Herausforderungsgranaten wurden aktualisiert. Ihr erkennt nun deutlicher, wo ihr Taschen Herausforderungsgranaten hinwerft. Okay, wissen wir Bescheid. Scheint wohl nur in Spielwiese zu passieren. Waffen und Gegenstände. So, Ballons wurden hinzugefügt. Häufigkeitsgrad episch. Schließt 20 einsetzbare Ballons ein. Spieler können der Schwerkraft trotzen, indem sie gleichzeitig bis zu 6 Ballons halten. Mit der primären Angriffstaste könnt ihr einen Ballon aufblasen und mit der sekundären Taste lasst ihr einen los. Können auf dem Boden in Truhen, Vorratslieferungen und Vorratslammers gefunden werden, sowie bei Verkaufsautomaten erworben werden. Achtung, verbringt nicht zu viel Zeit hoch oben in der Luft, denn wenn ihr mit den Ballons die maximale Bauhöhe erreicht habt, werden sie nicht lange halten. Alles klar. Klingt schon mal interessant. Das heißt, Leute, dieses Item kann man finden, beziehungsweise man muss es finden und kann es dann 20 Mal einsetzen, beziehungsweise man kann 20 Ballons aufblasen. Deswegen müssen wir uns das Ganze dann nochmal genauer anschauen. Also, Neuigkeiten zum Greifer. Wenn ihr als Passagier eines Fahrzeugs den Greifer einsetzt, trägt die Geschwindigkeit des Fahrzeugs dazu bei, wie schnell ihr euch wegzieht. Okay, nice, das ist gut, weil davor wurde man immer voll langsam. Dies tritt nur dann auf, wenn euch die Fahrzeuggeschwindigkeit beim Greifen auch hilft. Okay. Wenn ihr den Greifer als Passagier einsetzt, bewegt sich das Fahrzeug jetzt geradeaus zu einem Ziel, anstatt einen Bogen zu machen. Okay, das ist auch nicht schlecht. Aus dem Spiel genommen. Halbautomatisches Scharfschützengewehr. Ganz kurz hier an der Stelle. Dankeschön. Sehr gut gemacht. Ferngelenkte Raketenwerfer. Sehr gut gemacht. Braucht kein Mensch. Zwillingspistolen.
Diese Gegenstände sind weiterhin im Spielwiese verfügbar. Okay, also Zwillingspistolen ist auch gut, dass entfernt worden ist, finde ich. Wird jetzt wahrscheinlich was Neues dazu kommen. Und 25% des Explosionsschadens geht jetzt durch Gebäude und die Umgebung. Das heißt, Leute, wenn ihr euch in einem kleinen Shelter eingebaut habt und jemand mit einem Raketenwerfer auf euch schießt, bekommt ihr 25% des Schadens. Wirft jemand eine Granate auf euer Haus, heißt das für euch, dass ihr 25 Schaden bekommt. Okay. Okay, miese Zeiten. Aber das kriegen wir schon irgendwie hin. Also das kriegen wir schon irgendwie gebacken. Also, im Gameplay, Gas wird häufiger aktualisiert, was zu gleichmäßigen Animationen führt. Der Nintendo Switch Pro Controller wird jetzt unterstützt, sowie neuere Versionen der PS4 und Xbox One Controller auf Mac. Fehlerbehebung. Okay, da gab es ein Problem. Also es ist jetzt im Moment, die Verzögerung zwischen der Benutzung mehrerer kleiner Schildtränke wurde behoben. Das ist sehr wichtig, denn es gab wieder diesen Bug, dass man wieder so eine halbe Sekunde warten musste, bevor man einen weiteren Schildtrank trinken konnte. Das ist gut, dass das Ganze behoben wurde. Und sonst, Leute, sind die anderen Änderungen uninteressant. Die Schutzgeräusche beispielsweise bei Audio des Scheusaljägers sind jetzt stärker. Würfelmonster und dynamische Spawnpunkte sind jetzt leiser. Hängegleiter sind beim Abbauen mit der Spitzhacke und beim Schießen jetzt leichter zu hören. Okay, gut zu wissen. Fehlerbehebung, Geschosse von Scharfschützengewehren lösen sie jetzt nicht mehr das falsche Einschlagsgeräusch aus, wenn sie Würfelmonster treffen. Die Musik der Boogie-Bombe wird jetzt beim Einsatz gegen Würfelmonster abgespielt. Ist auch, by the way, richtig lustig, wenn ihr das mal probieren möchtet, dann nur zu. In der Wiederholungsfunktion wurde eine kleine Änderung durchgeführt, die aber eher sehr uninteressant ist. Auf den Mobile-Geräten wurde eine Optimierung durchgenommen, um Ruckler auf Android-Geräten mit Vulkan zu reduzieren. Was für ein Vulkan, Digga, what the fuck? Naja, dem HUD-Layout-Tool wurde der Einrast-Distanzregler hinzugefügt. Alles klar, Bruder, wissen wir Bescheid, danke, danke. Dann haben wir noch Rettet die Welt hier. Was haben wir denn hier? Mission und Systeme. Ab der Mitte von Plankerton und späteren Gebieten könnt ihr jetzt Vorteils Plus und Vorteils Fix aller Häufigkeitsgrade erhalten. Dies betrifft Belohnungen von normalen Missionen und Miniboss-Missionsalarmen. Sehr gut, ist ein bisschen entspannter vielleicht. Vorteilsvorräte in dem neuen Vorratstyp könnt ihr Vorteils Fix und Vorteils Plus finden. Erscheint ab der Mitte von Plankerton. Ihr könnt sie von Minibossen und Schatztruhen erhalten. Minibosse können jetzt die Modifikation Vulkanisch und Vortex erhalten. Mit dem Vortex-Modifikator können die Hüllen Energiegeschosse einsetzen und Helden damit zu sich ziehen. Der Vulkanisch-Modifikator lässt den Boden unter Spielern bersten und verursacht dabei eine Explosion Großschaden. What the fuck, Digga? Also auf jeden Fall Explosionsschaden auf Spieler tut weh, so viel wissen wir. Die Zuteilung von Modifikationen im Mutantensturm wurde angepasst, damit in einer Mission nur einer der folgenden Modifikatoren erscheinen kann. Okay, alles klar, wissen wir. Ist jetzt eher uninteressant gewesen, war jetzt nichts Schlimmes, denke ich jetzt mal. Zu dem Held, den ich euch vorhin gezeigt habe, der ist erhältlich ab 1. November um 2 Uhr morgens. Das ist ein bisschen falsch, also das wird am 2. November so stattfinden. Das heißt, Leute, wir haben hier gerade den 1. November bereits, am 2. November um 2 Uhr morgens, also heute in ein paar Stunden, wird das Ganze auf jeden Fall am Start sein. Was haben wir denn hier noch? Ein Problem wurde behoben, durch das der aufgerüstete Adrenalinstoß verbindete nicht wiederbelebte. Das ist sehr gut. Wenn ihr jetzt Fallen oder eine Basis platziert und dabei Vorteile oder Attribute nutzt, die Maximalkondition von Gebäudeteilen erhöhen, wird euch nicht mehr die Reparatur anstatt der Aufrüstoption angezeigt. Sehr gut. Ein Abschutz auf Xbox beim Verlassen von Zonen wurde korrigiert. Sehr gut. In der Lobby werden die Gruppenmitglieder jetzt korrekter Missionsinformationen angezeigt. Bei Sturmfallen erreichte Verteidigung werden jetzt zerstört, wenn die Falle danach platziert wird. Bei den Feinden gibt es noch ein paar Fehlerbehebungen. Schweber schieben Spieler mit dem Sturzangriff jetzt wie vorgesehen weg. Der Umriss von Hüllen mit Kürbiskopf wird jetzt korrekter dargestellt. Alles klar, wissen wir Bescheid. Was haben wir noch? Die vom Gruppenanführer ausgewählte Zone wird den anderen Spielern der Lobby jetzt korrekt angezeigt. Der Halloween-Hintergrund wird in der Auftragskarte von Fortnite Albträume im Spielen-Tab jetzt wie vorher gesehen angezeigt. Sonst gibt es noch ein paar Änderungen in Audio, die sind aber jetzt erstmal vorerst uninteressant. Im Großen und Ganzen, Leute, haben wir jetzt einfach
die Ankündigung bekommen auf das Event, was um 18 Uhr stattfinden wird, statt 19 Uhr. Wir haben das neue Item im Spiel und wir werden diesen Ehrenmann eigentlich in der Rette die Welt-Modus bekommen. Dann wurden noch die ein oder anderen Items aus dem Spiel entfernt. Halbautomatische Scharfschützengewehr, Fernlenkrakete, Zwillingspistole und eine Neuerung ist jetzt da, wo 25% des Explosionsschadens jetzt durch Gebäude in der Umgebung gehen kann. Äußerst interessant, Leute, so weit gibt es jetzt nichts, was ich jetzt noch weiter sagen sollte. Das soll es vorerst mal mit dem Video gewesen sein. Wenn es die ein oder anderen Leaks gibt oder neuen Informationen, werde ich euch auf jeden Fall nochmal ganz genau auf dem Laufenden halten. Und dann würde ich mich aber jetzt auch schon verabschieden und wünsche euch allen einen angenehmen Tag. Leute, haut rein, geht mit dem Flow, euer Fritz. Ciao.